Willkommen zurück zu Max Payne 3. Tja, wir werden uns jetzt mit den tougheren Boys herumschlagen. Es gehört eigentlich nicht zu Max Paynes Art, sich ein bisschen arme Schweine vorzunehmen und die alle hinzurichten. Aber wenn die schwer bewaffnet sind, lässt sich nicht anders machen. Also, weiter geht's. So, was nehmen wir denn mal in die Hand? Die abgesägte? Ah, da komme ich nicht oben ran. Nehmen wir die mit Visierung. Okay, er macht schon die Läden zu. There was no need to announce my arrival in that part of town. I'd drawn more than enough attention already. Tá faltando uma loira gelada. Você falou que ia buscar, pô. Pô, eu falei pra esse otário aqui três vezes, aí até agora nada. Vai tomar um chute. Jungs, was ist mit euch? Buscar cerveja, eu chefe. Que porra que tá fazendo lá embaixo? Sei lá, os malandros matariam sua mãe por uma trouxa de maconha. Oh Mann, na toll, jetzt wissen alle Bescheid. Irgendwie schießt noch keiner auf mich. Was mich natürlich auch veranlasst, erstmal nicht zu schießen, weil ich ja total harmlos bin. Aber irgendwann geht's hier ab. Das steht fest. Okay, es geht schon ab. Okay, da habe ich ein bisschen wenig Reichweite. Das ist schlecht. Ups. Den habe ich getroffen. Oh, ins Auge. Das war... Manchmal, da passieren mir so Dinge, das ist wirklich nicht beabsichtigt, Freunde. Ach, verdammt. Aber das kann doch von euch auch nicht gewollt sein, oder? Diese Aggression. Ist doch unnormal. Gibt es hier irgendwo Pillen? Ich brauche Pillen ohne Ende. Ich weiß ja, Max wollte runterkommen von den Pillen, aber es geht eben nicht anders. Wir sind in einer fiesen Situation und da braucht man ein paar fiese Mittel. Flyer untersuchen? Untersuchen. Giovanna, charity worker, socialite. Work with the poor and play with the rich. You try to live in two worlds. Eventually you're gonna get your life ripped apart. Ach, die Süße. Wie komme ich jetzt hier weiter, verdammt nochmal? Komme ich da irgendwie hoch? Übersehe ich hier gerade irgendwas? Was ist das denn da? Bringt mir das irgendwie was? Alter! Alter, ganz ruhig bleiben jetzt. Felt worse taking someone's medication if everybody in that place hadn't been trying to kill me. Ja, aber so ist es nun mal. Natürlich macht mir das überhaupt nichts, hier die Drogen mitzunehmen. Die haben mich ja auch versucht zu töten, nicht wahr? Was ist das denn hier, ein Gangzeichen? Oh, schönes Plakat. Mal gucken, welche... Ach du Scheiße. Gucken, wie viele Partys wir hier noch springen können. Oh, da ist noch was. Ich flieg mal ein bisschen. Achtung, halt mal deinen Kopf hin. Ach, habe ich dich erwischt. Sowas. Ja, es kommt vor, es ist eine verdammt harte Zeit und eine harte Welt hier. So, ich lade mal nach. Jetzt gucken wir uns mal schön brav um und springen die nächste Party. Ab geht's. Wo haben wir denn die Jungs da oben?
ein bisschen in die Hoden reinschießen? Du hast doch vorhin die Rakete abgeschossen, oder sah das nur so aus? Na, lebt da noch jemand? Komm, Drogen und Alkohol mitnehmen. Los, Max, steck alles ein. Obwohl? Wer weiß, vielleicht ist er blind davon. Dann kann ich auch nichts mehr machen. Achtung! Gefahr, Gefahr! Alter. Wenn die aus allen Ecken hier rauskriechen, wird's mir langsam unangenehm hier. Okay, da war doch noch irgendwas. Ich kann ja mal die Party ein bisschen in Schwung bringen. Mit ein bisschen Gas. Gas hilft immer. So, ab geht's. Alter, hier sind aber ein paar mehr Drogen unterwegs. Verdammt, warum rennst du denn hier einfach rein? Ich hab mir doch die Drogen angeschaut. Aggressive Art von euch zum Kotzen. Einer muss euch mal in den Arsch treten. So, jetzt machen wir hier noch mehr Rabatz. Was soll das? Oh! Oh oh, das muss ich rausschneiden. Das war, oh oh. Was denkst du dir eigentlich, ne? Hier. Lass mich nicht nerven von euch, ey. Ich lass mich nicht nerven. Hörst du jetzt auf, mich zu stören? Unglaublich. Die sind dermaßen frech. Hier. Scheiß Clowns. Aber das ist jetzt schon wieder mies gelaufen für mich. Die sind noch am Brennen. So soll's sein. Ja, das hätte ich jetzt, das hätte ich riechen können. So, waren hier jetzt noch Drogen für mich? Toilette, der Müll brennt. Wie sich das gehört. So, jetzt muss ich aber mal sinnig machen. Wo sind noch mehr Partys, die ich aufmühlen kann hier? Max, der alte Partycrasher. Ah, ja, 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 ja. Ja, ey, die fluchen so oft, also. Ja, was soll ich dazu sagen, Freunde? Alter, du solltest doch Bullet Time aktivieren. Ja, ich weiß, ihr flucht viel. Und deswegen muss euch einer erziehen. Achtung! Bam, bam! Oh, Drogen. Sehr gut. Also, in Brasilien geht's echt ab. Das muss man jetzt mal so lassen. So stehen lassen. Und neidlos anerkennen. Wer eine richtig actionreiche Party will, muss sich einfach nach Sao Paulo bewegen und da geht's richtig ab hier. Drogen untersuchen. Passos had told me about this stuff. Oxidado. Oxidado. They called it rust, packed full of healthy ingredients like quicklime and kerosene, cheaper, stronger and deadlier than crack. Klingt scheiß gesund. Easily marketed to the poor and desperate. All in all, a fine, honorable way to earn a living. Na, klingt richtig gesund. Es könnte das Zeug sein, das uns hilft, die Schmerzen hier zu überstehen. Bam! Ey, so viel Coolness wie der Max hat keiner.
Cigarettes. Ob du von denen welche rauchen willst? Fireworks. Propane. Oh Mann, Alter. I couldn't find any clues in this place, so I decided to do my bit for the drugs trade. Ja, klingt sau cool, was du jetzt vorhast, Maxi. Klingt sau cool. Ach du Schande. Vielleicht gehst du jetzt mal da raus, rechtzeitig. Was denn jetzt? Du machst dir nur Feinde, du Spinner, ey. Jetzt hast du die ganzen Drogenarschgeigen am Hintern, ey. Du bist so ein Freak, ey. Und das hat natürlich keiner mitbekommen, das ist klar. Mach lieber die Läden zu, sonst raucht es da oben. Ja, mach einen Abflug. Wo geht's denn hier hin? Ach du Scheiße. That much security, it had to be Serrano's pad. Since I was in the neighborhood, I figured he wouldn't mind if I dropped in and thanked him personally for his hospitality. Was für eine scheiß Festung. Hör auf zu fluchen, du Filo da Puta. Oh oh. Ach, das ist super witzig jetzt. Das wird super witzig. Achtung. Köpfe suchen. Köpfe suchen. So viele Köpfe suchen, wie es geht. Oh, geil, ich brenne. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Okay. Die Jungs, die scheiß Molotovs werfen, die muss ich mir vielleicht zuerst vornehmen. Sieht noch jemand einen Kopf? Ich nicht. Okay, da fliegt was. Ganz ruhig, ganz ruhig. Okay, ach so, wo kommst du denn her? Jetzt muss ich vorsichtig sein hier. Wie viele Köpfe waren es? 5, 6, 7? Keine Ahnung. Ich versuche hier rauszukommen, ey. Es reicht mir jetzt mit euren scheiß Unhöflichkeiten. Das dulde ich nicht mehr. Ey. Vor allem sind hier überall Damen anwesend. Da sagt man so schmutzige Sachen doch nicht. Nein! Falsch! Ewig lasse ich die Waffen fallen. Da ist wirklich, da kommt Freude auf. Hast keine Munition? Was? Wieso habe ich denn da keine Munition? Scheißendreck. Nein! Komm, beweg dich mal ein bisschen, Max. Oh, Scheiße, da oben. Nimm die Pillen. Oh, hier brennt schon wieder alles und ich brenne und bin tot. Muss mir eine andere Waffe mitnehmen, das hat keinen Sinn. Auf die Distanz habe ich keine Chance. Okay. Sieht gut aus. Oh, pack dir das Baby ein. Okay, jetzt ganz ruhig bleiben, Max. Jetzt healen mal.
Sterben du musst, alter Feind. So. Pillen und verdammte Scheiße nochmal, wo kommen die denn her? Weil wenn hier in jeder Scheißhütte 12 von euch drin sind, dann sieht's für mich bald schlecht aus. Verdammte Hacke. Okay, reiß dich zusammen, Max. Ich habe das Gefühl, wir kommen hier langsam gut durch. Oh, verflucht! Das war... echt... krass. Baby! Ich hab dich mal hochgejagt. Soeben. Und jetzt muss ich hier weiter. Und gleich schlüpfen wieder die ganzen Jungs aus den Hütten raus. Das rieche ich doch jetzt schon. Obwohl das unheimlich schwer vorherzusehen ist, das ist klar. Radio? Ab geht's in die Festung, Baby. I had to hope the king was in his castle. Oh ja. Dann wird jetzt nämlich ein König hingerichtet werden. Vielleicht vorher noch leicht gefoltert. Wir werden sehen. As I approached the spot, I could hear raised voices. Wieso rockt denn dieser Pisser jetzt auch noch da drin? Suitcase full of money along with Fabiano's sister Giovanna. I only understood a little, but things were not going well. Nein, der Typ ist dumm. Die ganze Familie scheint ein bisschen blöd zu sein. Max, was ist denn jetzt mit dir wieder? Die scheiß Pillen. Verfluchter Scheißpisser. Alter, jetzt bin ich aber auch sauer, ey. Jetzt bin ich sauer. Kapitel 8. Andernfalls gibt's keinen Aufschub mehr. We'd only been married a short time. By now she'd been dead longer than I knew her. I still hadn't really forgiven myself for the Mona business. But I knew that was just grief. The insanity that comes with losing the life you had built. Michelle, I missed her with every part of my being. I hated the world for not killing me with her, and I hated myself for allowing this to happen to her and our little girl. But I knew I had to leave town. Excuse me. Max Payne? Somehow I didn't think he was about to tell me I'd won the lottery. Tja, genau. Drei Penner. All of a sudden, I didn't need that time by myself. Passos was down the hill and I had to catch up to him. Okay, und bevor wir jetzt zu Passos stoßen, würde ich sagen, wir beenden den Part hier. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt gerne einen Daumen hoch. Wie auch immer, bewertet, kommentiert. Das wäre einfach richtig cool für uns. Würde uns freuen. Und wir sehen uns im nächsten Teil zu Max Payne 3.